Einen wunderschönen guten Abend. Hier sind die Honigmann-Nachrichten vom 9. Oktober 2013 mit der Nummer 195. Welt. Aluminium in Impfstoffen gilt nach neuester wissenschaftlicher Studienlage nicht mehr als harmlos. Das Metall wird eindeutig mit Autismus und der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht. Mehr noch. Inzwischen gibt es gar eine ganz neue Bezeichnung für Autoimmunerkrankungen. ASIA, die unter anderem durch Impfstoffadjuvantien wie zum Beispiel Aluminium, Stichwort Aluminiumhydroxid, ausgelöst werden können, informierte Zentrum der Gesundheit.de. Wir empfehlen grundsätzlich die völlige Vermeidung von Impfungen zu holen. Nochmal Welt. Klimatologie ist das Studium des mittleren Wetterzustands mit der Zeit in einem Gebiet. Sie unterscheidet sich erheblich von der Klimawissenschaft, ist diese doch das Studium individueller Komponenten des komplexen, wettergenannten Systems durch Spezialisten. Jeder Teilbereich wird normalerweise unabhängig vom Gesamtsystem betrachtet, selbst noch unabhängig von Wechselwirkungen mit oder Einflüssen auf das Gesamtsystem. Eine Verbindung zwischen den Teilbereichen könnte der Gebrauch von Statistiken sein. Die Klimatologie hat Schaden genommen, seit Anfang der 80er Jahre Computermodellierer angefangen haben, die Wissenschaft zu dominieren. Seit diesem Zeitpunkt befand sich die Klimatologie auf dem Weg zum Scheitern, noch beschleunigt durch die Inbesitznahme durch eine politische Agenda. Die IPCC-Projektionen scheitern an vielen ungeeigneten Statistiken und statistischen Methoden. Natürlich bedürfte es eines Statistikers, um auf die völlig falsche Verwendung von Statistiken hinzuweisen und darauf, wie sehr sie damit die Welt zu desaströsen politischen Maßnahmen getrieben haben. Aber das unterstreicht nur das Problem mit Statistiken, verdeutlicht eike-klima-energie.eu. Fukushima. Japanische Meteorologen haben die Ankunft des tropischen Wirbelsturms Danas für das Gelände des Atomkraftwerks von Fukushima für den 10. Oktober vorhergesagt. Die Sicherungsmaßnahmen auf dem Gelände sind dilettantisch. Als Arbeiter sind in Fukushima Billiglöhner eingesetzt. Die Betreiberfirma TEPCO ist nicht in der Lage, den Reaktor unter Kontrolle zu bringen. Im beschädigten Gebäude lagern 1300 hochgefährliche Brennstäbe. Wiederholte sorgenvoll deutschewirtschaftsnachrichten.de. New York. Im gläsernen 39-Geschosser am New Yorker East River hat am 7. Oktober 2013 der für Abrüstung zuständige Hauptausschuss der 68. UN-Vollversammlung seine Arbeit begonnen. Zu den traditionell über 50 Tagesordnungspunkten kommt diesmal ein Thema hinzu, das in den vergangenen Monaten immer stärker Aufmerksamkeit in der öffentlichen Diskussion gefunden hat. Es geht um sogenannte Killerroboter, vollautomatische Maschinen, die Personen identifizieren und töten können. Es handelt sich dabei um Waffensysteme, die der Mensch zwar zunächst aktiviert, nach dem Einschalten aber orten die Maschinen selbstständig ihre Ziele und greifen sie an, wusste lebenshaus-alb.de. Schöne neue Zeit. Tripolis. Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Al-Qaida-Planers durch US-Spezialkräfte in Libyen hat die Regierung in Tripolis die US-Botschafterin einbestellt. Justizminister Salah al-Markani habe die US-Vertreterin Deborah Jones bereits am Vortag zu sich zitiert, ihr eine Reihe von Fragen zu dem Fall gestellt, teilte das Außenministerium am heutigen Dienstag in Tripolis mit, übermittelte german.irib.ir. Besonders westliche Welt. Die Hypothekenkrise war nur ein Vorgeschmack auf den kommenden Finanzcrash, bei dem sich alles um Staatsschulden, Renten, Pensionen drehen wird. Aus historischer Perspektive ist das die Art von Krise, bei der die Verantwortlichen durch die Straßen geschleift werden, weil die Masse der Bevölkerung betroffen ist. Es dürfte also recht hässlich werden, war propagandafront.de zu Recht überzeugt. Washington. Wie alles Schall und Rauch.blogspot.com schon mehrfach erwähnte,
brodelt es gewaltig in Amerika, was vielen Europäern wegen des Schweigens der Medien darüber gar nicht bewusst ist. Jetzt wurde eine Aktion angekündigt, welche die Veteranen auffordert, am kommenden Sonntag, den 13. Oktober, sich in der Hauptstadt zu treffen. Der 1 Million Veteranenmarsch auf die Gedenkstätten in Washington. Es geht vorwärts. VSA, Vereinigte Staaten von Amerika. Fast 17 Billionen Dollar Schulden zählt die offizielle US-Debt-Clock aktuell. Sie wächst sekündlich. Die VSA ist das am höchsten verschuldete Land der Welt. Das stimmt hinten und vorne nicht, wie ein Professor der University of California errechnet hat. Echte Schulden, mehr als 70 Billionen Dollar. Billionen Dollar. Zahlreiche Analysten und Institute kommen auf ähnlich hohe Beträge, zwischen 70 und 80 Billionen. Noch pessimistischer schätzt die finanzielle Schieflage der Nation ein gewisser Dr. Kotlikoff von der Boston University ein, der von einem Schuldenberg von bis zu 211 Billionen Dollar ausgeht, teilte Seite 3.ch mit. Waldai Club Russland. Kürzlich veröffentlichte das russische Auslandsfernsehen RT, mittlerweile über 1 Milliarde Zuschauer täglich, ein CIA-Dossier, nicht nur über die israelischen Atomwaffen, sondern auch über die enormen Chemiewaffenvorräte des Judenstaates. Die Veröffentlichung dieses Dokuments bedeutet, dass auch die größte Geheimdienstorganisation der Welt nicht mehr loyal zur Israel-Lobby steht. Dem Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte General Martin Dempsey dürfte das nur recht sein. Wahrscheinlich besteht sogar eine enge Zusammenarbeit zwischen CIA und Militär gegen die Lobbyregierung in Washington. Schließlich wissen alle von der Lobby nicht eingekauften Militärs und Geheimdienstler, dass der Judenstaat die größte Bedrohung des Weltfriedens darstellt, erklärte globalfire.tv. Moskau. Das russische Außenministerium wollte noch am Dienstag von den Niederlanden eine erschöpfende Erklärung zu dem Zwischenfall mit dem russischen Diplomaten Dmitri Borodin, der am vergangenen Wochenende in seiner Wohnung in Den Haag der Behörde zufolge von bewaffneten Personen misshandelt und zur Polizei abgeführt worden war. Die niederländische Seite wurde aufgefordert, bis 16 Uhr MESZ, also mitteleuropäischer Zeit, am Dienstag eine erschöpfende Erklärung zu dem Vorfall abzugeben, stand bei de.rian.ru. Die ganze Welt spielt verrückt. Eindeutig. Brüssel, Ankara. Nochmal deutschewirtschaftsnachrichten.de. Der für den 16. Oktober angekündigte EU-Fortschrittsbericht zur Türkei, die gehört immer noch nicht zu Europa, wird offenbar der bisher schlechteste werden. Ein neues Verhandlungskapitel würde der Türkei helfen, sie auf EU-Kurs zu halten. Obwohl die Niederlande und Deutschland große Bedenken haben, möchte Brüssel die Türkei an Bord halten, sagte ein EU-Diplomat der Hürriyet. Vergangene Woche zeigte sich die EU erfreut über das neue Demokratiepaket Ankaras. Es beinhaltet die Lockerung des Kopftuchverbots, mehr Rechte für die Minderheiten. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, dass der EU-Premier Erdogans Verweis auf den EU-Acquis Brüssel mit Wohlwollen aufgenommen haben. Nordzypern, Türkei, EU. Nordzypern wird seit Juli 1974 von der Türkei besetzt. Das hat auch noch keiner so richtig gewusst. Heute leben im Nordteil der Insel etwa 220.000 türkische Zyprer bzw. Zyprioten, darunter etwa 80.000 Türken, die erst nach der Invasion der türkischen Armee dort angesiedelt wurden. Man könnte sie auch Siedler nennen, die in den Häusern wohnen, die früher Griechen gehörten, welche im Zuge einer ethnischen Säuberung vertrieben wurden. Aha, die Türken auch? Toll. Die EU hilft den Besatzern im Nordteil der Insel, um diese näher an Europa heranzubringen. Zu diesem Zweck hat sie sogar eine Taskforce ins Leben gerufen, die der Generaldirektion für Erweiterung untersteht. Jedoch ist ganz Zypern eigentlich EU-Territorium. Auch wenn im Norden die Türkei seit fast 40 Jahren das Sagen hat, die nicht zur EU gehört, aber die türkischen Zyprioten sind Bürger der EU.
Das ist etwa so, als würde die EU erklären, die Ethnodeutschen in Schlesien seien Bürger der EU, obwohl Polen nicht zur EU gehört. Unkte verständlicherweise achgut.com. Rom. Erst kürzlich veröffentlichte das Institut für die religiösen Werke IOR erstmals seine Bilanz aus dem Jahr 2012. Ein historischer Augenblick, denn nie zuvor hatte die Vatikanbank Einblick in ihre Bücher gewährt. Nicht mitgeteilt wurde der Öffentlichkeit damals, dass offenbar hunderte Privatkunden viele Jahre lang Schwarzgeldkonten bei dem Institut unterhalten hatten. Bis zum Sommer 2013 seien mehr als 300 Millionen Euro auf den Konten von mehr als 1000 Privatleuten gelagert worden. Nach internen Informationen aus der Bank soll es sich bei diesem Geld zum allergrößten Teil um Schwarzgeld handeln. Hieß es, war bei kleinezeitung.at zu lesen. Athen. Das griechische Finanzministerium schreitet zu einer neuen gesetzlichen Regelung für die Steuerpflichtigen, die fällige Schulden an den Fiskus haben, diese jedoch nicht zu begleichen vermögen. In diesem Fall können die Schuldner auch, um nicht zuletzt ihrer Inhaftierung zu entgehen, ihre Immobilien an den Fiskus abtreten, empörte sich griechenland-blog.gr. Das ist schon lang gang und gäbe in Deutschland. Die zeigen an einer Stelle eine Stärke, aus der die wenigsten sich wieder raushangeln können. Traurig aber wahr, das Dach über dem Kopf der Menschen wegzunehmen, das ist Schimpf und Schande. Es hat auch was mit Menschenrechten zu tun. Luxemburg. Im deutschsprachigen Raum ist kaum darüber berichtet worden. Überhaupt bekam das Thema Gladio, Geheimarmeen der NATO, von den Medien bisher nicht die verdiente Aufmerksamkeit. Seit 1990 der damalige italienische Ministerpräsident Giulio Andreotti die Existenz über die in ganz Europa verteilte Geheimarmee öffentlich machen musste, keine Aufarbeitung in Deutschland. Obgleich diese auch in Westdeutschland operierte und in Verdacht steht, für das Oktoberfestattentat 1980 in München verantwortlich zu sein. Im Bommeleer-Prozess sitzen zwei Elite-Gendarmen auf der Anklagebank, die für die bisher schwersten Bombenanschläge in Luxemburg während der 1980er Jahre verantwortlich gemacht werden. Lesen Sie bitte selber weiter bei lupocativoblog.com. Brüssel, BRID. EU-Energiekommissar Günther Oettinger drängt CDU, CSU und SPD zu einer schnellen Regierungsbildung. Der Wähler wird es nicht verstehen, wenn es zu Weihnachten immer noch keinen Koalitionsvertrag gibt. Die Regierung muss zum ersten Advent stehen, lallte er zu handelsblatt.com. Das CDU-Präsidiumsmitglied sprach sich klar für eine große Koalition aus. Zwar müsse die Union anfangs auch mit den Grünen Sondierungsgespräche führen, doch am Ende spricht vieles für eine große Koalition, laberte Oettinger. Das gleichnamige Bier ist da besser. BRID. Deutschewirtschaftsnachrichten.de zum Dritten. Das Wort Steuererhöhung ist im Zuge der Koalitionsverhandlungen ein viel diskutiertes. Dabei zeigt ein Blick auf die Ausgaben, wie fragwürdig der Sinn mancher Steuerausgaben ist. Der Bund deutscher Steuerzahler sieht ein Einsparpotenzial in Höhe von 20 Milliarden Euro. Damit können sie vielleicht mal Schulen sanieren und Kinderheime und Krankenhäuser. Zumindest für die wirklich Kranken. Größter potenzieller Einsparposten, 6 Milliarden Euro für die Streichung von Subventionen. 3 Milliarden könnten jeweils durch die ersatzlose Streichung des umstrittenen Eltern- und Betreuungsgeldes bzw. durch Einsparungen bei Verwaltungs- und Personalkosten erreicht werden, wie wahr. 2 Milliarden Euro lassen sich mit der Streichung von Zuwendungen wie Projektförderungen erreichen. Weitere Projekte sind die Stadtbahn in Ho Chi Minh Stadt, 30 Millionen Euro, die Bayreuther Festspiele 2,3 Millionen, toll. Und ein Redaktionsstab für eine verständliche Gesetzessprache 632.000 Euro. Irrenhaus, ich sag's immer wieder, hier nur noch ein Irrenhaus. Nochmal BRID. Die politische Korrektheit führt zu absurden Ergebnissen. Da bekommen Ausländer, die strukturelle Analphabeten sind, in Deutschland mit Ausnahmegenehmigungen inzwischen nicht nur Masterbriefe, sondern sogar die Hochschulreife. Schon im Jahre 2010 sagte der damalige Handwerkspräsident Otto Kenzler bei einer öffentlichen Veranstaltung, der Meister der Zukunft ist Türke.
Im ausbildungsfähigen Alter bis 25 Jahren ist schon jetzt jeder Vierte in Deutschland Ausländer, entsetzte sich deutschelobby.com. Alles gewollt, Leute, alles gewollt. Erfurt. Erfahrungsbericht eines Zeugen, gekürzt. Samstag früh ereignete sich in Erfurt ein inländerfeindlicher Übergriff. Wir fuhren mit der Linie 6 Richtung Wiesenhügel und bemerkten, wie im hinteren Teil der Straßenbahn lautes Geschrei zu vernehmen war. Wir sahen einen Mann am Boden liegen, eilten zur Hilfe. Ein Freund des Bekannten machte uns auf einen Neger aufmerksam, auf der Sitzreihe hinter dem Opfer. Wir stellten ihn zur Rede, er gab zu, den 59-Jährigen zu Boden geschlagen zu haben. Wir verständigten den Straßenbahnfahrer, welcher umgehend Polizei und Rettungsdienst verständigte. Der Täter versuchte, die Straßenbahn zu verlassen, was beherzte nationale Menschen verhinderten. Also es geht doch. Die anwesende Polizei machte zu unserem Erstaunen keine Anstalten, den Täter festzunehmen. Im Laufe der Zeit wurde der bewusstlose Mann ins Krankenhaus eingeliefert. Der Täter bezeichnete uns als Nazis, das habe ich auch schon persönlich erlebt. Rechtfertigte sein Handeln immer wieder mit, er war selber schuld. Na klar, der Deutsche ist immer schuld, wenn das nicht bald mal aufhört. Wir wurden noch anderthalb Stunden vor Ort festgehalten und wie Verbrecher von der Polizei behandelt. Wir akzeptieren nicht, dass deutsche Menschen Opfer von Ausländergewalt werden, zitierte BRD-Schwindel.org. Und damit haben Sie völlig recht. Das muss aufhören hier. Dass die Deutschen hier ständig die Opfer sind. Deutschland. Beim ersten bundesweiten Blitzmarathon morgen sind fast 15.000 Polizisten Temposündern auf der Spur. 24 Stunden lang werde an 8.600 Stellen von der Polizei kontrolliert. Die brauchen bestimmt Weihnachtsgeld. Gaben NRW-Innenminister Ralf Jäger, SPD, und sein Amtskollege aus Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Kaffier, CDU, am Mittwoch in Düsseldorf bekannt. Hinzu kämen Kontrollen vieler Kommunen, die sich der Aktion angeschlossen hätten. Am morgigen Donnerstag gehen die Beamten frühmorgens ab 6 Uhr in Position. Man müsste die Kamera nehmen und müsste hinterherlaufen, wirklich wahr. Die Innenministerkonferenz hätte die bundesweite Aktion im Mai beschlossen. Ohne Worte. Die gute Nachricht von gedichte.lefrei.de. Aus der Mühle schaut der Müller, der so gerne malen will. Stiller wird der Wind und stiller und die Mühle steht still. So geht's immer, wie ich finde, rief der Müller voller Zorn. Hat man Korn, so fehlt's am Winde, hat man Wind, so fehlt's am Korn. Von Wilhelm Busch. Wie wahr. Also, fahren Sie morgen schön langsam oder am besten gar nicht. Es wäre ja mal ein richtiger Boykott wert, auch mal nicht auf Arbeit zu gehen. Naja, was soll's. Ich wünsche einen angenehmen Abend euch allen. Vielen Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören. Ich verbleibe mit allerbesten Grüßen. Eure Biene vom Honigmann. Und tschüss.